Okay, hier, pass auf. 14 peinliche Fragen, die ich niemals beantworten will. Na komm, wir machen einfach mal mit. Ich hoffe mal nicht, dass es zu peinlich wird. Aber wenn es jetzt zu peinlich wird, wird es echt. Das wäre hart. Ich weiß schon, Bedenken. Habe ich das Hi, schon was gesagt? geht? Ja, aber warte. Hast du kurz Zeit? Nee, weil. Warte, ich kann es dir kurz zeigen. Eigentlich nicht. Ich gucke gerade PewDiePie's Minecraft-Stream. Ja, Julius und ich hätten eine Bitte. Ja, du. Hey, Strauß, nimm ich grüße dich, Bruder. Jetzt, also mach mal OBS auf. Nimm dich bitte auf jetzt. Okay. Ey, Tobi. Macht, ja, läuft. Servus. Okay, läuft. Gut, dann warte einfach, ja? Hä? Hey, what the fuck? Ist der dumm? Was will er von mir? PewDiePie-Stream gucken, let's go. So. Also, es hat für mich immer noch nichts mit einem 14 peinlichen Fragen beantworten. Das Video geht auch nur 8 Minuten 47, bedeutet, die ersten paar Minuten sind sowieso so wasted wahrscheinlich. Es gibt vielleicht in deinem Leben oder in deinem Leben, je nachdem, gibt vielleicht Sachen, also Fragen, die du nicht beantworten möchtest. Ja, richtig, die hat ja es jeder. Es gibt ja bestimmte Formate, da kannst du entweder eine scharfe Chili essen, bei Fragen, die du nicht beantworten möchtest, okay. Aber immer eine Begründung sagen. Das hat, einfach nur ja sag mal bei den Fragen, wo okay. Es ist. Ne? Also okay. Erste Frage. Ja. Wir fangen direkt an. Du bist hast du uns schon mal belogen? Ja oder nein? Ja. Oh, okay. Ey, da kann ich gar nicht mit antworten. Das ist ja voll beschissen. Mann, Alter, ich würde auch gerne mit antworten, aber schwierig, schwierig. Ja, bei der Sache. Auf jeden Fall. Also nicht nur so eine Notlüge, sondern, also was heißt Notlüge? Nicht so sowas wie, regnet es heute so? Das Ding ist, bestimmt ist das schon passiert. Frage, wie viel Geld/Umsatz hast du mit dem Revi-Server gemacht? Ich selber? Nein, nicht du, der Server an sich. Boah, kann ich dir nicht sagen. Umsatz, du warst weiß drin. Weiß ich dir nicht. Kann ich dir nicht sagen. Ich Premium-Rang für 20 Euro Kauf. Ja. Hast du 20 Euro Umsatz? Ja, es war auf jeden Fall ein sechsstelliger Umsatz, aber wie gesagt, die Serverkosten, wir haben Developer gehabt, dann wurde ein bisschen Geld. Ja, also ein sechsstelliger Umsatz, glaube ich nicht. Ich denke, das ist ein siebenstelliger Umsatz. Der Revi-Server ist wirklich mega groß. Oder groß gewesen. Und ich habe aus Insider-Informationen von Leuten, die einen relativ großen Server haben, habe ich mitbekommen, dass die mehrere Millionen mit dem Server gemacht haben. Als ob die dann bei Revi, als ob der dann nur sechsstellig gemacht hat. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass der schon siebenstellig gemacht hat. Zumal es den Server auch schon mega lange gibt. Okay, wie viel? Ich denke mal so im Jahr waren das schon gute sechsstellige Beträge, also über 100.000 auf jeden Fall. Ach, im Jahr sind es gute sechsstellige Beträge. Dann wird es aber insgesamt halt wirklich vielleicht siebenstellig sein, ja. Jetzt keine Millionenbeträge, aber lief ja auch sehr lange, ne? Der hat ja safe 999.000 Euro, 999 gemacht. Stimmt allerdings, ja. True, da gebe ich dir recht. So viel, wie man sich das vorstellt. Es war nicht so viel, wie man sich das vorstellt, tatsächlich. Und wir haben halt sehr, sehr viel Geld investiert in Infrastruktur und sowas, ne? In Server und Mitarbeiter. Nein, war gut. Ich habe gerne Battles da drauf gespielt. Okay. Ich habe gerne gehackt. Jo, ich auch. Wann arbeitet der eigentlich hier? Okay, nächste Frage. Dritte Frage. Ey, ihr habt Mikrofone sogar an, what the f***? Also cool. Heftig, okay, ja. Wann hast du das letzte Mal gef***? Und du weißt, dass egal was du jetzt sagst, ich weiß es. Vorgestern. Gut. Julius oder Tobi behalten? Muss ich mich jetzt entscheiden? Oh, ich hab die Frage. Wir haben es früh am Morgen, da mache ich jetzt hier nicht mit. Ja, wenn die Fragen schon so scheiße sind. Überlegst du dir, einen Minecraft-Server zu machen, Kevin? Ich habe einmal Minecraft gespielt und das war gestern. Ich habe von dem ganzen Scheiß gar keine Ahnung. Ganz, ganz schwierig. Warst du noch hinter 88 Energy hinterher? Ey, ich habe da, warte, 88 Energy. Warte, ich guck mal kurz bei Trade Republic. Ist das, geht das gerade nach oben? Nö, ich bin 6 Euro minus, ja. Habe aber auch nur 12 Euro investiert da drin. Ja, da war ich hinterher. Falsche Frage, aber ja, musst du. Ja. Ja, Bro, du bist noch nicht so lange dabei, ne? Das heißt ja nicht, dass du jetzt gehen musst. Ja, Digga, das Ding ist, Tobi kann richtig viele Sachen. Ich kann halt eigentlich nichts. Du schneiden halt, ne? Ja, gut. So, jetzt, okay. Diese Frage ist eine Frage nur mit Ja oder Nein zu, also die also ist nur mit Ja oder Nein zu beantworten. Das sind zwei Fragen in einer Frage, aber du, also die Frage ist, hattest du schon mal mit einer Zuschauerin oder hast du schon mal probiert? Was? Also wahrscheinlich hattest du schon mal Sex mit einer Zuschauerin. Was? Und hast du schon mal mit einer Zuschauerin oder hast du schon mal probiert? Oder hast du schon mal was probiert? Kann mir wer sagen, was das bedeutet? Oder hast du schon mal. Das ist wirklich scheiße? Ich check, also das verstehe ich, da verstehe ich die Frage nicht. Also weder scheiße noch das erste, ja. Und du musst jetzt nur Ja oder Nein antworten. Sagen und hä? Man weiß halt nicht, für welche. Also hast du. Also ja, also hast du eins von beiden schon mal getan. Bestimmt. Du hast schon mal scheiße gegessen. Okay, also einfach ja. Boah, das ist ja eine ganz. Also, das ist wirklich komplett lost, ja. Es ist wirklich komplett lost. Mit ja. Wie vielen YouTuberinnen und Streamerinnen hast du schon geschlafen?
Du überlegst schon sehr lange. Keine Ahnung. Ja, mehr als 5? Ja. Was soll das denn jetzt, Digga? Mehr als 5 und weniger als 10 wahrscheinlich. Junge, was ist das für... Ey, Leute, was muss man für ein Leben führen, um die ganze Twitch-Szene eigentlich zu ficken? Also, Remi hat sich schon alle genommen wahrscheinlich. Okay, also auf jeden Fall nicht schlecht, ja. Also Respekt an Revi, der kennt da nichts. Okay, das glaube ich. Bleibt halt in seiner Bubble, ne? Okay, nächste Frage. Welchen Streamer, der richtig gut angesehen ist, findest du eigentlich richtig scheiße? Also einen großen, den man kennt. Großen, den man, der so wirklich sagt, der ist einfach scheiße. Den finde ich wirklich abgrundtief scheiße. Ja, den einfach... finde ich richtig scheiße. Boah, Alter. Nee, also richtig scheiße kann ich nicht sagen. Ich feiere, sage ich mal, nicht ganz so sehr MikiTV. Keine Ahnung, ApoRed ist ja auch nicht richtig krass angesehen und der ist auch nicht mehr so überhyped, ne? Aber MikiTV fühle ich jetzt nicht so, das muss ich sagen. Unironisch. Unironic glaube ich gar keinen, tatsächlich. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich... Also ich aber das Ding ist halt, ich finde halt niemand scheiße so. Also ich würde am wenigsten wahrscheinlich von allen Streamern MikiTV oder auch teilweise Monte schauen. Ich weiß nicht, bei Monte, das Ding ist, ich fühle die Stream-Highlights, die bei richtiger Kevin oder die Crew kommen, fühle ich viel, viel mehr als seine Streams, weil nur da geht's um irgendwelche Sachen. Aber sonst keine Ahnung, also das weiß ich nicht. Also Scheiße ist halt wirklich so ein absolut negativer Begriff und kann ich eigentlich zu niemandem sagen, dass ich irgendjemand scheiße finde. Ich habe immer wieder mal Punkte, wo ich sage, bei Monte shake my head. So wie ich mir so denke, Digga, so was erzählst du da schon wieder? Aber das habe ich auch bei Kevin und Trimax, weißt du, was ich meine? Keine Ahnung, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendeinen im deutschen Markt, in Deutschland wahrscheinlich, ne? Ja. Überhaupt nicht mag. Würde ich jetzt nicht sagen, nö. Ich habe kein Problem mit irgendeinem großartig. Sehr gut. Bist du bisher gut dabei. Danke. Hast du schon mal Likes oder Views gekauft? Nein. Gut. Noch einmal. Also wer Likes oder Views kauft und YouTube und sowas hauptberuflich macht, der ist dann halt auch komplett lost. Ja, warum spiegelt sich hier eigentlich Unge? Leute, kann mir das wer sagen, warum hier Unge links im Bild ist? Junge, ich sehe es gerade eben, Alter. Der hat schon wieder auf seinem Bildschirm irgendwo Unge stehen. Das ist doch nicht normal. Muss ich ganz ehrlich sagen, es ist einmal passiert, dass wir eine Kampagne gemacht hatten, dass Google mein Video als Kampagne geschaltet hat, damit das mehr Views auf YouTube bekommt. Aber das war das Einzige, sonst noch nie. Ne, 100%ig nicht. Okay. Das Ding ist aber, ich habe das auf Twitch mal gemerkt, dass das voll oft passiert mit Follower-Botting und sowas. Dass du dich auf Twitch und Instagram, weil halt irgendwer das einfach macht, dich dagegen gar nicht wehren kannst. Das ist also für dich sozusagen. Ja, also ich habe selber noch nie da irgendwas rausgegeben, 1000%. Gut, dann nächste Frage, nur same, mit ja oder nein, bist du glücklich im Leben gerade? Ja. Ja, würde ich auch sagen. Also ich meine, ich kann gerade eben hier sitzen und streamen und mir dann sagen, ich mache noch ein Video oder so. Gut, noch zwischendrin mache ich noch was anderes, aber ne, also das, ich bin momentan auf jeden Fall zufrieden. Ich meine, es ist gerade meine erste Woche, wo ich richtig selbstständig bin. Und da kann ich mich natürlich nicht beschweren, ja. Bei Streamer mit viel Zuschauern wie Monte macht es halt einfach keinen Spaß mehr. Du liest ja fast jede Nachricht, aber sehr, sehr große Streamer nicht. Ja, True, das stimmt auf jeden Fall. Wenn du irgendwann eine zu große Reichweite hast, wird es halt echt extrem schwierig. Ich finde noch nicht mal, das ist der ausschlaggebende Punkt. Ich finde halt einfach bei Monte die Streams relativ langweilig, muss ich. Also ich persönlich für mein Empfinden, immer wenn ich reingeschaut habe, war es relativ langweilig. Und naja, ich sag mal so, wenn man sich mit Monte übel gut identifizieren kann, dann ist es wahrscheinlich eine andere Geschichte, dann fühlt man die Streams halt wahrscheinlich noch umso mehr. Würde ich schon sagen, ja. Und er reagiert noch nicht mal auf Subs. Ja, Bruder, der bekommt jede Sekunde einen Sub rein. Wie willst du da drauf reagieren? Das geht auch gar nicht. Das kann ein Papa Platte, kann das auch nicht machen, das kann niemand machen, ja, der sehr, sehr groß ist, auch kein Trimax. Okay, Doppelfrage. Hast du schon einmal chemische genommen oder hast du schon einmal Fahrerflucht begangen? Wenn du eins von beiden schon mal getan hast, dann schreibst du ja. Ja. Also, dann sagst du ja. Ja. Okay, nächste Frage. Also Fahrerflucht. Was war die höchste Summe, die du für eine Kampagne... Also weder noch, ne. Wobei, Fahrerflucht, das bedeutet, ja, nee, das war keine Fahrerflucht, Leute. Also ich bin mal mit einer Anhängerkupplung, ich bin mit dem Auto, oder mit dem kleineren Renault Clio, ne, von meinem Dad gefahren und der hatte hinten eine Anhängerkupplung dran und dann bin ich halt rückwärts in so eine Parklücke rein, ich wollte halt zur Schule, bin halt rückwärts in eine Parklücke rein und dann habe ich das Nummernschild wahrscheinlich, das Kennzeichen von dem Auto hinter mir leicht touchiert mit meiner Anhängerkupplung. Es hat einen kleinen Rums gegeben, dann bin ich ausgestiegen, dann habe ich aber gesehen, dass dieses dieses Kennzeichen leicht eingedellt war. Und dann bin ich schnell losgefahren. Dann hatte ich Schiss, ja, dass ich, keine Ahnung, dass da irgendwas passiert. Aber nee, das war's sonst. Anja oder eine Kooperation bekommen hast in deiner gesamten Karriere?
Notiert. Nach über 400.000. Ist schon lange her, Toni. Ist bestimmt schon 5 Jahre her. 1.000 Euro. Ah, nee, vor 5 Jahren? War ich 17? Nee, ging nicht. Mit 17 konnte ich noch nicht Auto fahren. Also, doch, konnte ich schon Auto fahren, aber ich konnte noch nicht so Auto fahren. Alleine Auto fahren. Dann ist es 4 Jahre her. Ist schon verjährt. Für eine. Was war die höchste Summe, die du für eine Kooperation-Kampagne bekommen hast? Knapp über 400.000 Euro. Knapp über 400.000 Euro? Was zum Geier muss passieren, damit man dafür 400.000 Euro bekommt? Ach du Scheiße, ist das krank. Ey, das ist brutal krank, Real Talk jetzt. 400.000 Euro ist, das ist ja nicht von dieser Welt. Ich hätte doch gerne 400.000 Euro, ja. Fuck, das Meme geht nicht mehr an. Scheiße, ich dachte, ich kann das Meme wenigstens noch irgendwie andrücken, ja, mit kleine Spende. Mann, das hätte gerade so gut gepasst. Das ist so traurig, dass es nicht funktioniert hat. Warum funktioniert es nicht? Daran funktioniert! Perfekt, ja. Für eine. Müsste so, ja. Wann und weshalb hast du das letzte Mal geweint? Also richtig. Also nicht nur eine Träne, sondern... Ich glaube, als ich mit meiner Freundin vor 3,5, 2 Wochen Schluss gemacht habe, wahrscheinlich, ja. Da ist man ja nicht... Nee, jetzt auch nicht anfassen, komm. Vorletzte Frage. Ui, richtig geweint. Alter, das ist gar nicht so lange her, schätze ich mal. Naja, gut, was heißt gar nicht geweint? Das Ding ist halt jetzt so richtig geweint. Boah, also doch, gar nicht allzu lange her, würde ich sagen. Ein paar Wochen, 5 Wochen oder so, 6 Wochen, circa. Hast du schon mal was getan, wofür du ins Gefängnis hättest kommen können? Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall, ganz, ja. Okay, ich hoffe doch kein FBI Open Up hier. Steuerhinterziehung bestimmt, ne? Also, weil ja, als Ersttäter wahrscheinlich nicht. Okay. Aber ich habe schon mal erheblichen Sachschaden verursacht an einem Gebäude und bin dann abgehauen. Also ich habe zum Beispiel schon mal was gemacht, wofür ich wahrscheinlich 3 Jahre in den Knast kommen hätte können. Echt jetzt? Ja. Als ob. Hab ich da... Also es hat nichts mit oder sexueller Gewalt oder sowas bei mir zu tun. Steuerhinterziehung auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Müsste ich einen Anwalt für fragen. Kann aber gut sein, ja. In jungen Jahren macht man viel dumme Sachen, ja. Okay. Er hat irgendwas angezündet und dann ist es abgefackelt. Das ist Revinside, Leute. Das ist jemand, der für 400.000 Euro bei einer Werbekampagne mit dabei ist und eigentlich hätte 3 Jahre in den Knast kommen müssen, ja. Fuck, Alter, irgendwas, der muss ja irgendwas kaputt gemacht haben, ja. Also hat er gesagt, der hat irgendwas kaputt gemacht, ja. Das ist halt das große Problem. Jetzt kommt was, das ist jetzt vielleicht traurig für die Zuschauer. Gibt es eine Sache, die du uns bisher verschwiegen hast? Eine krasse Sache. Ja, gibt es eine Sache, die du uns bisher verschwiegen hast, aber die Antwort wird für die Zuschauer 100% zensiert. Das heißt, sie sehen nur an unseren Reaktionen oder so, ob... Ja, garantiert nicht so auf Anhieb. Ja, weil ich gerade überlegen bin, ob es sowas gibt. Also irgendwas, was ich noch nie... Irgendwann mal. Muss auch nicht jetzt was sein, was du uns noch nicht gesagt hast, ne? Aber... Leute, sagt mal, was habt ihr mir immer verschwiegen? Schreibt es gern mal rein. Ja, vielleicht irgendwas Positives. Ich habe dir verschwiegen, dass dein Stream der beste auf Twitch ist. Friedrich, das ist mir eine Ehre, dass du stinkst. Tut mir leid. Ich stink gerade wirklich, da gebe ich dir recht. Boah, ihr Schweine, ja. Von allen Sachen, die Eat, Lukas, moin. Ich sage, eine aus... Boah, soll ich euch was richtig Krasses sagen? Oh no. Okay, pass auf. Ich war. Oh, wie du schon lachst. Oh, wie du schon lachst. Ja. Ja, ihr habt es gerade nicht gehört. Wir haben gerade Sachen gehört, die ihr wahrscheinlich nicht hören solltet. Ja, es waren teils schon. Ich meine, es sind Fragen, da kann man sich auch gut drum rumreden. Ne? Wir hoffen natürlich, dass du es zutiefst in Ehrlichkeit beantwortest. Habe ich, ja, tatsächlich. Und das glaube ich dir auch, weil sonst hättest du geweint. Ja. Sonst hättest du geweint. Entschuldigung. I guess, das war's dann mit dem Video. Lasst einen Daumen nach oben da. Schaut stark, bei geil, auf Instagram vorbei. Ciao. Schlecht. Facebook? Wer zum Geier nutzt denn bitte noch Facebook? Ich muss ja ganz kurz auf Facebook gucken, ob der da noch überhaupt was macht. Weißt du, das, der Einzige, der Facebook noch nutzt, ist einfach KuchenTV. Völlig absurd, einfach Facebook-Werbung zu machen. Ja, das ist stark.